Alles klar, Kinder? Aye, aye, Captain! Geht das nicht lauter? Aye, aye, Captain! Oh! Wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? SpongeBob, Schwammkopf! Saugstarren gelb und hoch ist uns was her! SpongeBob, Schwammkopf! Wenn der Sinn nach Pazifisch im Blödsinn euch steht! SpongeBob, Schwammkopf! Dann schwingt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät! SpongeBob, Schwammkopf! Und alle! SpongeBob, Schwammkopf! SpongeBob, Schwammkopf! SpongeBob, Schwammkopf! SpongeBob, Schwammkopf! Wir sind hier in Bikini Bottom. Das ist eine Kleinstadt ganz tief in der pazifischen Tiefsee. Hier wimmelt es vor Leben. Und hier ist eines meiner Lieblingslebewesen zu Hause. SpongeBob Schwammkopf. Und wie der Name schon sagt, ist er ein Tiefseeschwamm. Quadratisch, praktisch, gelb. Was? Ja, natürlich wohnt er in einer Ananas, ihr Dummerchen. SpongeBob hat beschlossen, sich der Körperertüchtigung zu widmen. Denn... Hey, es wird Zeit, dass ich endlich groß und stark werde. Ein Schwamm, ein Wort. Verbissen trainiert er mit seinem neuen Hantelset. Als Sandy, das Landeichhörnchenmädel, auf einen Sprung vorbeischaut. Hallo SpongeBob, wie läuft's denn so? Komm nicht zu nah, Sandy. Ich riech ein bisschen streng, wenn ich Eisen stemme. Stolz zeigt SpongeBob seine kümmerlichen Oberarmmuskeln. Guck dir das an. Also streng riechen tust du. Das liegt an meinem hypermodernen Hantelset. SpongeBob hat zwar eine beeindruckende Sammlung an Hantelstangen vorzuweisen, doch anstelle von Eisengewichten benutzt er Plüschtiere. Und damit kann er die extrem sportliche Sandy nicht beeindrucken. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, SpongeBob, aber damit wirst du wohl nicht sehr weit kommen. So, meinst du? Ja, zumindest wenn es so aussehen soll. Sandy zeigt SpongeBob ihre mächtigen Muskelpakete, die auch einer 100-Meter-Läuferin bei Olympia alle Ehre machen würden. SpongeBob ist beeindruckt. Vielleicht könnte ich ja wirklich Hilfe brauchen. Wenn du einen Buddy wie meinen willst, musst du auch mein Trainingsprogramm durchziehen. Das wäre ja toll, Sandy, wenn du mit mir trainierst. Ich sehe mich schon vor mir. Vor seinem geistigen Auge sieht sich SpongeBob mit Bodybuilder-Figur, wie er singend durch Bikini Bottom schlendert. Begleitet von den bewundernden Blicken der Passanten. Ja. Das würde einen ganz neuen Schwamm aus mir machen. Dann komm heute Nachmittag um 5 zu mir. Doch was SpongeBob dabei eventuell etwas unterschätzt hat, ist... Nur streng dich an, SpongeBob. Das sind doch nur Liegestützen. Dass man für seine dicken Muckis auch ordentlich was tun muss. Und trotz Sandys Aufmunterungen... Na los, du schaffst das schon. Verliert SpongeBob bald die Lust. Und jetzt nach den Aufwärmübungen machen wir weiter mit der Armpresse. Die Armpresse? Klasse. Das Eichhörnchen will mich wohl umbringen. Er bricht das Training ab und schleppt sich nach Hause. Toll, Sandy. Hat Spaß gemacht. Machen wir mal wieder. Ciao. Doch als er resigniert auf das Sofa fällt... Diese Trainiererei schlägt bei mir nicht an. Und sich zu allem Überfluss auch noch der Muskelkater meldet, dringt plötzlich eine Stimme aus dem Fernseher an sein Ohr. Hey du! Weich, ei, weich, ei, weich, ei! Ja du erbärmlicher Wurm! Bist du auch zu träge, um zu trainieren? Bist du ein Schwächling? So weich wie ein Schwamm? Jetzt kannst auch du dicke Muckis kriegen. Mit dem Ankerarm. Einfach anziehen wie einen Handschuh und aufblasen. Wie groß soll's denn sein? Normal, sehnig und für die Damenwelt behaart. Ui, das sieht mächtig aus. Ruckzuck hat der Werbefuzzi Arme wie Arnold. SpongeBob ist beeindruckt. Ohne Ankerarm war ich eine Null von einem Hai. Jetzt bin ich ein toller Hecht und alle liegen mir zu Füßen. Also gleich bestellen, du Weichei. Wow, da habe ich nicht die Kraft zu widersprechen. Ich möchte genauso sein wie der da. Oh ja, ich rufe da gleich an. Und tatsächlich sieht es so aus, als ob SpongeBobs Träume wahr werden würden.
Denn als er mit seinen neuen, aufgeblasenen Armen durch die Stadt spaziert... Hallo, Thaddäus! SpongeBob? Ja. Ahoi, Mr. Krabs! Heilige Hummerkrabbe! Sind seine Bekannten schwer beeindruckt. Und auch am Muckistrand, wo die ganz harten Jungs Gewichte stemmen, zeigt SpongeBobs neues Aussehen Wirkung. Na, Jungs? SpongeBob, bist du das etwa? Nicht schlecht, was? Alter, ist das krass. Ja, ich hab ein bisschen trainiert. Ganz kleinen Moment, ja. SpongeBob lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen und seine neuen, angeblichen Muskeln spielen. Kommt jemand mit an die Saftbar? Denn dort kann er nicht nur seine dicken Muckis zeigen, sondern vor allem dicke Sprüche klopfen. Ich esse jeden Morgen erstmal 20 rohe Eier. Kleine Macke von mir. Muskeltraining ist mein Leben. Ich weiß noch, als ich so ausgesehen habe wie der junge Mann da drüben. Wer, ich? Und ich weiß noch, als ich so ausgesehen habe wie du. Aber das ist schon ganz schön lange her. Hier ist der Drink, Sir. Danke, Jungchen. Auch Sandy, die zufällig vorbeigekommen ist, zeigt sich verblüfft. SpongeBob? Woher hast du denn diese Muskeln? Hab mir ein eigenes Trainingsprogramm zusammengestellt, das bringt schon was. Ups, ja, so gut ging's mir noch nie. Ich find's toll, dass du ein Trainingsprogramm gefunden hast, das dir was bringt. Ja, ich auch. Dein Training war mir irgendwie ein bisschen zu schlapp. SpongeBob reißt den Mund wirklich ganz schön weit auf. Aber vergisst er dabei nicht etwas? Jetzt musst du nur noch zeigen, was du mit diesen Muskeln drauf hast. Wie meinst du das? Die große Ankerwerfmeisterschaft am Muckistrand, die ist heute, da gehen alle hin. Hey, mit den Armen gewinnst du bestimmt. Ja, naja, ich weiß nicht so recht. Na los, komm mit. Jetzt gleich. Moment, warte mal, Sandy, ich halte das nicht für eine sehr... Tja. Warte, Sandy. Es ist doch wesentlich einfacher, ein Maulheld zu sein, als ein Muskelheld. Denn trotz SpongeBobs verzweifelter Versuche, Sandy davon abzuhalten... Nein, Sandy, halt! Keine Angst, SpongeBob. Ich hab dich schon angemeldet. Na toll. Danke, Sandy. Findet er sich bald als Teilnehmer an einem der wahnwitzigsten Wurfwettbewerbe unter allen Weltmeeren wieder. Willkommen bei den 8. Ankerwerfmeisterschaften in der Gu-Lagune. Und das bei härtester Konkurrenz. Der erste Teilnehmer ist Don der Wal. Meter. Wow, unglaublich. Und jetzt Larry, der Hummer. Ah! 230 Meter. Wir kommen zu Sandy Cheeks. Das musst du erst mal schaffen. SpongeBob wird immer mulmiger zumute. Denn nun... Und jetzt SpongeBob Schwammkopf. ...ist er dran. Und man erwartet Großes von ihm. SpongeBob! Verzweifelt versucht er, sich selbst gut zuzureden. Ich darf nicht aufgeben. Ich muss es versuchen. Ich kann es schaffen. Ich hab Ankerarme. Ich bin kein Weichei. Ich bin ein toller Hecht. SpongeBob bläst seine Pseudomuskeln auf bis zum Anschlag. Ja. Er nimmt all seine Kraft zusammen. Leider schafft er es zum Erstaunen des Publikums nicht, den Anker auch nur um einen Zentimeter zu bewegen. Er gibt zwar nicht auf. Und obwohl er vom Publikum jede Unterstützung erhält, bleiben seine Versuche erfolglos. Und schließlich platzt der Schwindel endgültig. Ich glaube, er hat was verloren. Soll's. Ist ja auch egal. Das tut weh. Tja, SpongeBob, Hochmut kommt vor dem Knall. Fall. Aber gleich kannst du beweisen, dass du auch ohne dicke Muskeln ein toller Hecht bist. Wenn's weitergeht mit SpongeBob Schwammkopf. Musik
Thaddäus, seines Zeichens Tintenfisch und SpongeBobs Nachbar, betätigt sich in seiner Freizeit gern künstlerisch. Seine Lieblingsdisziplin dabei ist das Selbstporträt. Hab ich dir schon mal gesagt, wie schön du bist? Deine Tentakel, deine Nase, deine Augen. Ach ja, habe ich schon erwähnt, dass Thaddäus ganz schön eitel ist? Ja, und nachdem ich mich nun auch in Wachs verewigt habe, darf ich mich als Meister aller bildenden Künste bezeichnen. Na los, mein erbauliches Ebenbild. Lächeln! SpongeBob und Patrick wiederum gehen in ihrer Freizeit am liebsten dem Spieltrieb nach. Heute spielen sie ein Spiel, zu dem ein Schachbrett, ein Wackerstein, eine Seifenblase und eine Kletterstange benötigt werden und dessen Regeln irgendwie rätselhaft sind. Aber hört selbst. Auf geht's, Patrick! Renn! Du liegst jetzt 3 Punkte hinten. 1, 2, 5. G7! G7? Oh, schlag mich! Hab verloren! Aber heute ist doch nicht Dienstag. Eigengrütze! Habt ihr das kapiert? Ich auch nicht. Naja, egal. Jedenfalls müssen sich SpongeBob und Patrick nun was Neues ausdenken. Da sieht Patrick eine Muschelschale auf dem Meeresboden herumliegen. Wir könnten ja Muschelfrisbee spielen. Okay. Achtung, fertig. Los! Ich krieg sie. SpongeBob und Patrick rennen hinter der Muschelschale her, die hochsteigt und in einem eleganten Bogen direkt in Thaddäus Atelierfenster fliegt, wo sie im Kopf der Wachsfigur stecken bleibt. Doch das kümmert die beiden zunächst einmal gar nicht. Sie stürmen in das Atelier. Denk dran, Patrick, wer sie findet, kriegt Punkte. Da ist sie! Ich krieg sie! Doppelbonus! Erst als Patrick die Muschelschale aus der Wachsfigur gezogen hat, die nun mit gespaltenem Kopf auf dem Boden liegt, wird SpongeBob stutzig. Augenblick. Ich glaube, mit Thaddäus stimmt irgendwas nicht. Er ist wohl ohnmächtig. Ach, kein Problem. Ich weiß, wie man sowas macht. Patrick versucht es mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Das führt zwar zu nichts, dennoch ist Patrick der Meinung, sich um Thaddäus' Wohlergehen verdient gemacht zu haben. Er sieht doch schon viel besser aus. Tja, Thaddäus hat wirklich gute Arbeit geleistet. Die Wachsfigur gleicht ihm aufs Haar. Nur ist sie eben völlig leblos. Und das macht SpongeBob, der glaubt, den echten Thaddäus vor sich zu haben, allmählich schwer nervös. Aber er ist immer noch ganz kalt. Na, dann stellen wir ihn einfach ins Warme. Ob das wohl so ein schlauer Einfall war? Glaubst du, ihm geht's gleich besser? Du machst dir viel zu viele Sorgen. Der alte Patrick ist doch da und ich sag dir, ich verstehe eine ganze Menge. Vor allem von Kopfverletzungen, das kannst du mir... Denn die Wachsfigur, die nun in der Sonne steht, fängt natürlich an zu schmelzen. Glauben. Sie schmilzt. Hey, was hast du da auf dem Schuh? Weiß auch nicht. Und schmilzt. Das sieht irgendwie aus wie... Und bei SpongeBob und Patrick bricht nun die nackte Panik aus. Thaddäus! Verzweifelt versuchen die beiden, den vermeintlichen Thaddäus wieder zusammenzusetzen. Oh nein, der Stein muss hier hin. Ja, genau, und das gehört dahin. Jetzt so wird das was. Gleich haben wir ihn. Ich glaube, das klappt. Immer das schön klappt. Weiterkneten. Das klappt. Das... Jedoch... Patrick, so klappt das Sieh nicht. Sieh nur. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber unser Kumpel Thaddäus, er hat den Seegras gebissen. Und ich hab gedacht, er ist tot. Und nun kommt zu allem Überfluss auch noch der echte Thaddäus herein. Ja. Was macht ihr denn hier? Der inzwischen gebadet und sich anschließend eingepudert hatte, sodass er aussieht wie ein Geist. Was die Sache für SpongeBob und Patrick nicht besser macht. Also, ihr rückt jetzt gefälligst mit der Sprache raus, oder? Was ist denn eigentlich los mit euch? Nicht wehtun, bitte! Wir haben's nicht mit Absicht gemacht! Was soll dieses Gejammere überhaupt? Thaddäus versteht zunächst gar nichts. Doch dann fällt sein Blick auf die Reste seiner Wachsfigur. Was habt ihr mit mir gemacht? Und das Missverständnis nimmt seinen Lauf. Oh ja, edler Geist von Thaddäus.
Verschont uns, liebes Gespenst. Oh ja, großer Geist von Thaddäus, bitte nicht spuken, bitte. Wir tun auch alles, was ihr wollt, aber seid gnädig mit uns. Das reicht. Nun kapiert Thaddäus, dass die beiden ihn für seinen eigenen Geist halten und beschließt, die Situation zu seinem Vorteil auszunutzen. Nun merket auf, der Geist von Thaddäus ist heute von seltenem Großmut beseelt. Darum will er euch ein schrecklich Schicksal ersparen. Jedoch sollt ihr euch all meinen Befehlen fügen und mir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Heißt das, wir müssen... Schweigt still! Nun tut, wie euch aufgetragen, auf dass der Zorn des Thaddäus nicht auf euch falle. Thaddäus lässt sich von vorn und hinten bedienen. Ich verspüre etwas Appetit, Sklaven. Bringet mir etwas fürs leibliche Wohl. Für euch nur vom Feinsten, o spukender Herr. Eine Traube frisch von der Rebe, euer Gespenstigkeit. Eine Banane für euch geschält, euer Entkörpertheit. Eine Wassermelone, nur von frisch gedüngten Feldern, euer Gruseligkeit. Sind euer Gnaden zufrieden? Und die Tatsache, dass sich SpongeBob und Patrick als ausgesprochen willfährige Diener erweisen... Nach was gelüstet es euch, Meister? Was auch immer ihr wollt, wir finden es, wir finden es. Verlockt Thaddäus zu dem einen oder anderen fiesen Späßchen. SpongeBob, komm her zu mir. Und jetzt umdrehen. Ja, schon besser. Jetzt lauf auf der Stelle. Sag Hüftstick. Hüftstick. Allmählich gefällt mir die Sache. Stopp! Und nun spiel mir ein ergötzliches Liedchen mit dem hier. Aber das ist doch bloß ein Papiertaschentuch. Also wirklich, es muss wohl immer nach unserem eigenen Köpfchen laufen, oder? Ich kann das einfach nicht. Nun, ich hoffe, du hast dir heute nichts mehr vorgenommen, denn du wirst dich hier nicht wegbewegen, bis ich ein Liedchen von dir gehört habe. Befehl ist Befehl. Und so bleibt SpongeBob stehen, bis die Nacht herein und er schließlich todmüde zusammenbricht. So liegt er da bis zum nächsten Morgen. Was ist denn das? Doch Thaddäus kennt immer noch keine Gnade. Ein Schläfchen bei der Arbeit? Solltest du nicht ein Liedchen für mich spielen? Als Bestrafung für deine Unbotmäßigkeit befiehlt dir der Geist von Thaddäus, seine Rumpelkammer gründlich aufzuräumen. Gehorsam machen sich SpongeBob und Patrick auf den Weg. Die Rumpelkammer stellt sich als ziemlich, naja, rumpelig heraus. Oh je, wie sollen wir denn dieses ganze Gerümpel aufräumen? Ganz einfach. Wir müssen nur die Tapete runterreißen. In der Tat. Das Gerümpel war nur auf die Tapete aufgemalt. Bis auf... Guck mal, du hast was vergessen. Sag mal her, das ist ein Comic-Heftchen und guck dir das an. Es geht um den guten alten fliegenden Holländer. Hier steht, als er gestorben ist, wurde sein Körper als Schaufensterfigur benutzt. Jetzt geistert er über die sieben Meere, weil er nie die letzte Ruhe bekam. Kapierst du das nicht, Patrick? Machen wir einen Einkaufsbummel? Nein, wir verschaffen dem armen alten Thaddäus die letzte Ruhe. Nun machen sich die beiden auf, Thaddäus oder vielmehr dessen Geist von ihrer Idee zu überzeugen. Doch der ist gar nicht begeistert. Ich will aber gar keine ewige Ruhe. Ich will, dass die Hausarbeit erledigt wird. Ist die Rumpelkammer aufgeräumt? Ja. Ach ja, wirklich? Das sehe ich mir mal an. Die Rumpelkammer ist zu einer Grabkammer geworden. Und mittendrin steht ein Sarg. Okay, legt euch rein. Ihr seid wohl plemplem, da lege ich mich aber nicht rein. Aber ihr braucht doch eure letzte Ruhe. Wer hat euch denn sowas erzählt? Und jetzt raus hier mit euch! Na gut. Doch so schnell geben die beiden natürlich nicht auf. Schon haben sie für Thaddäus ein schönes Begräbnis auf die Beine gestellt. Mit Grabstein. Ich hab geschrieben, hier liegt Thaddäus. Er war zwar nichts Besonderes, aber... Grab. Hallo, guck mal. Ist es so tief genug? Hör auf damit und mach das Loch wieder weg. Und Trauergemeinde. Die Trauergäste sind auch schon da. Ach, Thaddäus, als wir sicher waren, dass du tot bist, sind wir sofort hierher gekommen. Thaddäus ist langsam dem Wahnsinn nahe. Du Psychoschwamm, willst du mich eigentlich ins Irrenhaus bringen? Nein, bloß in das Loch rein.
Er sieht nur noch eine Möglichkeit, diesem Treiben ein Ende zu machen. Gut, du hast gewonnen. Ich muss dir wohl ein Geständnis machen. Ich lebe! Und jetzt schaff mir diesen Grabstein aus den Augen und schick deine Freunde nach Hause! Aber sofort! Ab nach Hause! Ich ja, aber Meister... Ich bin nicht dein Meister, ich bin dein Nachbar! Und jetzt tu mir den Gefallen und tu mir keine Gefallen mehr! Wie ihr wünscht, Meister. Junge, der hat uns aber reingelegt. Doch SpongeBob ist immer noch nicht überzeugt. Nein, Patrick, im Gegenteil. Er ist ein Geist und weiß es nicht. Er braucht uns jetzt mehr als je zuvor. Du hast ja so recht. Er muss in die ewigen Weiten auffahren. Patrick, sag das nochmal. Das nochmal. Nein, das andere. Nein, das andere. Nein, was du vorher gesagt hast. Nein, was du vorher gesagt hast. Ach, egal. Ich hab ne Idee. Ach, egal. Ich hab ne Idee. Und SpongeBob, der Meister im Seifenblasenblasen, bläst eine riesige Seifenblase, die Thaddäus umhüllt, der nach all den Aufregungen ein Schläfchen im Vorgarten hält und ihn sanft in die Höhe hebt. Da geht er hin. Ist er nicht wunderbar? Wie hoch er wohl steigt? Ganz, ganz hoch, Patrick, bis in die ewigen Weiten. Bis dann, Freund! Gute Fahrt! Thaddäus ist inzwischen aufgewacht. Was soll denn dieser Mist schon wieder? Lasst mich gefälligst runter! Ah! Doch, zu spät. Alles Gute! Schon ist er über der Wasseroberfläche. Jetzt ist er auf der anderen Seite. Ja, jetzt ist er an einem besseren Ort. Hilfe! Wird Thaddäus wieder nach Hause zurückkehren? Werden SpongeBob und Patrick von ihrem Geisterglauben geheilt werden? Oder wird alles noch viel gruseliger? Passt gut auf, denn gleich geht's weiter mit SpongeBob Schwammkopf. Wer wohnt in der Ananas ganz tiefe Meer? SpongeBob Schwammkopf! Saugstarren gelb und hoch ist und zwar sehr! SpongeBob Schwammkopf! Wenn der Sinn nach Pazifik im Blödsinn euch steht! SpongeBob Schwammkopf! Dann schwingt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät! SpongeBob Schwammkopf! Und alle! SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf! Auch in der Tiefsee und ganz besonders in Bikini Bottom wird Halloween gefeiert. Mit Skeletten, Piraten und possierlichen Seemonstern. Alle haben Spaß. Bis auf den größten Angsthasen unterhalb des Meeresspiegels. Na, was meint ihr, wer das ist? Wer ist da? Na klar, SpongeBob natürlich, der in der krossen Krabbe Geschirr spült und dem heute Nacht sogar das Klappern der Teller Angst macht. Okay, Geschirr ist gespült, ich gehe jetzt. Panisch rennt SpongeBob zum Ausgang. Doch er hat die Rechnung ohne seinen Chef gemacht. Denn Mr. Krabs, Inhaber des Schnellrestaurants mit den berühmten Krabbenburgern, stellt sich ihm in den Weg. Moment! Möchtest du dir nicht meine jährliche Gruselgeschichte anhören? Nein, danke, Mr. Krabs. Das hat SpongeBob gerade noch gefehlt. Obwohl, ein wenig neugierig ist er schon. Kommen auch Monster drin vor? Die schlimmsten Monster, die es gibt? Nein. Ist es eine wahre Geschichte? So wahr wie das Blau der Tiefe. Okay, aber nur ganz kurz. Nimm Platz, Mignon. Und Mr. Krabs beginnt mit seiner gruseligen Gruselgeschichte. Jedes Jahr in der Nacht von Halloween taucht der fliegende Holländer in Bikini Bottom auf. In einem Piratenschiff. So wie das hier, nur größer. Leider hat Mr. Krabs gerade kein Piratenschiff zur Hand und muss sich anders behelfen. Entschuldigung, das Schiff sieht also aus wie ein Krabbenburger. Also wie gesagt, der fliegende Holländer schwebt herunter und stiehlt den Leuten die Seele. Mr. Krabs klappt den Krabbenburger auf und hebt ein Gürkchen hoch.
Sehen Seelen so aus wie Gürkchen? Ja, in der Tat, das tun sie. Dann sperrt er sie dort ein, wo es keinen drinnen gibt. In seinen Seelensack. Dass der sogenannte Seelensack nur eine krosse Krabbe, Einkaufstüte aus Papier ist, tut der Wirkung von Mr. Krabs Geschichte keinen Abbruch. Und als auch noch Thaddäus als fliegender Holländer verkleidet auftaucht. Ich bin hier, um dein Gürkchen zu holen. Fliegt SpongeBob völlig aus. Zum großen Amüsement von Mr. Krabs und Thaddäus. Dieser Angsthasenschwamm ist so einfach zu erschrecken. Jedes Jahr wieder. Wenigstens kann SpongeBob nun endlich nach Hause gehen. Doch auch auf dem Heimweg gibt es allerlei Gelegenheiten, um sich zu erschrecken. Gruseln oder was Gutes? Auch wenn es nur verkleidete Kinder sind. Oder Mrs. Puff, seine Fahrlehrerin, die sich als Hexe verkleidet hat. Fröhliches Halloween, Angsthasenschwamm! Ich heiße Schwammkopf! Schwammkopf, klar! Es ist schon doof, wenn man so ein dankbares Opfer abgibt. Endlich zu Hause angekommen, klagt SpongeBob Gary seiner Hausschnecke sein Leid. Ich verstehe das nicht, Gary. Alle erschrecken mich an jedem Halloween, egal wie sehr ich mich zusammenreiße. Ich hab's so satt. Ich will kein Angsthase mehr sein. Da klopft es an der Tür. SpongeBob! Und SpongeBob wittert die Chance, den Spieß endlich mal umzudrehen. Denn Patrick, seines Zeichens Seestern und SpongeBobs bester Freund, ist im Allgemeinen ziemlich gutgläubig. Hörst du, das ist Patrick. Den erschrecke ich jetzt mal. Jetzt bin ich dran. Hallo SpongeBob! Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Tja, war wohl nichts. Denn obwohl Patrick mit nichts weiter als einer Pappnase maskiert ist, geht SpongeBob schon wieder vor Angst an die Decke und ist entsprechend frustriert. Warum kann ich nicht mal jemanden erschrecken? Gebt mir eine Chance, Leute. Patrick hat wenigstens einen guten Tipp parat. Wenn du die Leute richtig erschrecken willst, brauchst du erstmal ein gutes Kostüm. Gesagt, getan. Doch ist das Bettlaken, das sich SpongeBob über seinen Schwammkopf geworfen hat, wirklich der Hit? Patrick findet schon. Unglaublich gruselig. SpongeBob ist sich nicht so sicher. Ich komme mir nicht so vor. Doch Patrick macht ihm Mut. Hey, das wäre doch was. Da draußen sind kleine Kinder. Kleine Kinder sind leicht zu erschrecken. Gruseln oder was Süßes? Wow, wow. Guckt mal, das ist die verhexte Matratze. Okay, okay, hier habt ihr euren Süßkram. Nein, bitte nicht. Das war schon gruselig genug. Vielen Dank. Tja, war wohl nichts. Verzweifelt brütet SpongeBob darüber nach, woran es denn wohl liegen könnte, dass sich niemand über ihn erschrecken will. Ich begreife das einfach nicht. Bis ihm plötzlich eine Idee kommt. Das ist die Lösung, Patrick. Was denn? Was ist der Unterschied zwischen dem Geist hier und mir? Okay, sag's mir. Ich habe einen quadratischen Kopf und der von dem richtigen Geist ist rund. Jetzt müssen wir nur noch meinen Kopf rund machen und buh, alle erschrecken sich. Also macht sich Patrick an die Arbeit, obwohl ihm nicht recht geheuer dabei ist. Bist du ganz sicher, dass du das so willst? Ich habe einen guten Grund, also mach mich rund. Na gut, dann wollen wir mal. Schließlich hat Patrick SpongeBobs Kopf ganz rund geschoren. Mit dem Bettlaken darüber sieht der nun aus wie das kleine Schlossgespenst. Und was sagst du? Perfekt! Mann, ist das gruselig! So, und jetzt gehen wir Leute erschrecken. Also macht man sich auf den Weg. Ich bin der fliegende Holländer. Und ich weiß noch nicht mal, wer ich bin. Ich bin der fliegende Holländer. Und ich bin der beste Freund vom fliegenden Holländer. Hey, wollt ihr denn gar keine Süßigkeiten? Lachend rennen die beiden weg.
Sie sind sehr zufrieden mit sich. Das war ja was. Dein Kostüm ist wirklich der Kracher. Meinst du echt? Ach, gar keine Frage. Der Typ hat sich doch die Schuppen weggegruselt. Und wen erschrecken wir jetzt? In der großen Krabbe sind jetzt eine Menge Leute und feiern eine Riesenparty. Und da taucht der fliegende Holländer ganz überraschend auf. Vom Anfangserfolg beflügelt, steckt man sich nun große Ziele. Während die Party in vollem Gange ist, klettern SpongeBob und Patrick heimlich aufs Dach der großen Krabbe. Sie haben sich generalstabsmäßig vorbereitet. Patrick ist mit einem Stromunterbrechungsgerät und einem Megafon bewaffnet. Bist du bereit, SpongeBob? Okay, Patrick, mach die Lichter aus. Dass er jetzt sehr effektvoll zum Einsatz bringt, während er den verkleideten SpongeBob an einem Seil langsam durch die Dachluke in den dunklen Raum herablässt. Man muss es den beiden lassen. Das sieht wirklich gruselig aus. Und hört sich auch so an. Ich bin der fliegende Holländer. Gebt mir eure Seele. Doch da passiert etwas Unerwartetes in Gestalt einer Qualle, die Patrick in den Hintern sticht. Vor lauter Aua vergisst Patrick ganz das Seil, an dem SpongeBob hängt. Der gepeinigte Seestern rennt nun schmerzensblind auf dem Dach umher, während SpongeBob unkontrolliert rauf und runter baumelt. So kommt es, wie es kommen muss. Hey, das ist kein Holländer. Das ist SpongeBob. SpongeBob? Dieser Schwachkopf. Patricks hilflose Versuche, die Situation zu retten, machen die Sache nicht besser. Ich bin nicht SpongeBob. Das ist mein Abendanzug. Doch da passiert erneut etwas Unerwartetes. Etwas sehr Unerwartetes sogar. Hey du! Das ist der echte fliegende Holländer! In der Tat. Und er ist stinksauer. Na klar, ihr feiges Fischgesindel, ich bin der fliegende Holländer. Und ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Ich werde euch eure Seelen rauben. Und ihr seid selbst schuld, ihr winzigen Würmer. Jedes Jahr glauben irgendwelche Trottel, sie müssten sich anziehen wie ich. Und machen meinen guten Namen zu einer Lachnummer. Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich eure Seelen will. Nein, das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Er deutet auf den hilflos herumhängenden SpongeBob. Von allen fliegenden Holländer-Kostümen, die ich bis jetzt gesehen habe, ist deins die größte Unverschämtheit. Meint sie damit, es ist nicht gruselig? Tja, SpongeBob, diese Frage hättest du dir vielleicht besser verkniffen. Du gruselig! Ich erzähl dir mal was über das Gruseln. Es gibt ganz verschiedene gruselige Dinge, weißt du? Spinnen sind gruselig. Ich bin gruselig. Und du bist nicht gruselig. Na, dann bringen wir es hinter uns. Uiuiui, ist das gruselig. Was hat der fliegende Holländer nun wohl vor? Erstmal muss das dämliche Kostüm weg. Er reißt SpongeBob das Bettlaken vom Schwammkopf. Was ist das? Der fliegende Holländer flüchtet in panischem Schrecken. Und alle Partygäste auch. SpongeBob kann es kaum glauben. Es hat geklappt, Patrick. Ich habe alle erschreckt. Ja, das lag wohl an der rosa Mütze. Rosa Mütze? Doch, was Patrick als rosa Mütze bezeichnet, ist in Wahrheit... Ach, das ist keine Mütze, das ist mein Gehirn. Ach so. Keine Angst, das wächst nach. Ach, Gott sei Dank. Das sah nämlich schon ganz schön eklig aus. Und wie es weitergeht mit dem nachgewachsenen Schwammkopf und seinen Freunden, das hört ihr gleich.
SpongeBob ist seinem Haustier Gary, der miauenden Schnecke, in inniger Zuneigung verbunden. Ich hab dich lieb, Gary. Runter mit dir. Doch das liebevolle Spielchen wird jäh unterbrochen durch Patrick, der völlig aufgedreht ist. SpongeBob! Bist du bereit? Wofür denn? Na, für den jährlichen Quallenfischerausflug nach Ukulelebottom am Wochenende. SpongeBob ist zwar einer der leidenschaftlichsten Quallenfischer unter dem Meeresspiegel, jedoch... Bist du jetzt bereit, oder was? Das ist dieses Wochenende? Ich kann nicht mitkommen. Ich habe niemanden, der sich um Gary kümmert. Aber das unerwartete Auftauchen seines Nachbarn Thaddäus, der wie immer schlecht gelaunt ist und mal wieder was zu meckern hat... Würdest du bitte in Zukunft nicht mehr deine Unterhosen in meinem Vorgarten liegen lassen? Bringt SpongeBob auf eine Idee. Thaddäus, kannst du am Wochenende auf Gary aufpassen? Wie zu erwarten war, ist Thaddäus nicht nur ahnungslos... Was ist ein Gary? ...sondern auch ausgesprochen ablehnend eingestellt. Nicht ein Gary, meine Hausschnecke. Sag hallo. Und du kümmerst dich tatsächlich um das Ding? Klar, ich hab mein Schneckchen lieb. Also ich nicht, such dir jemand anders. Tja, SpongeBob kann sein Angelwochenende wohl abschreiben. Ich glaube, ich kann am Wochenende wohl doch nicht wegfahren, Patrick. Oder etwa doch nicht? Wegfahren? SpongeBob scheint wohl ein Zauberwort gefunden zu haben. Heißt das, wenn ich auf Gary aufpasse, seid ihr das ganze Wochenende lang weg? Ja, ganz genau, 3 Tage lang. Ihr seid 3 Tage lang nicht da? Ich hab's mir überlegt. Ihr habt euch euer Wochenende redlich verdient. SpongeBob ist begeistert. Du machst es wirklich klasse. Ich führe dich mal in die Grundzüge der Schneckenpflege ein. Doch Thaddäus hört gar nicht zu. Du musst mit Gary zweimal täglich Gast geben. Freitag, Samstag und Sonntag. Und 3 Tage Wochenende. Ich zeig dir, wie man ihn füttert. Ich habe alle Dosen markiert. Eine Dose morgens und eine am Abend. Schon wird es Zeit zur Abfahrt. Quallenfischen! Der Bus ist da! Der Bus ist da! Steig ein, SpongeBob! Thaddäus drängt SpongeBob zur Tür hinaus. So, du musst gehen, beeil dich, viel Spaß. Und du denkst an das, was ich dir gesagt habe, ja? Ich habe das Gedächtnis eines Elefanten. Ich pass gut auf Fred auf. Gary! Ja, genau. Quallenfischen, Quallen. Während eine Busladung voll fröhlicher Quallenfischer davonfährt, freut sich Thaddäus diebisch. Bis dann, ihr Trottel! Sie sind weg! Und hat Gary natürlich bereits völlig vergessen. Thaddäus lässt es sich so richtig gut gehen. Ach, das wären die besten 3 Tage meines Lebens. Er legt sich mit einer Zeitschrift in die Sonne. Jetzt komme ich endlich mal dazu, all das zu machen, woran mich SpongeBob normalerweise hindert. Und genießt die Ruhe. Doch 3 Tage gehen schnell vorüber. Tja, ja. So endet das schönste Wochenende meines Lebens. Ohne SpongeBob, ohne Patrick, niemand außer mir. Durch den fröhlichen Lärm der heimkehrenden Quallenfischer dringt ein Laut, der Thaddäus schmerzhaft an eine gewisse Schnecke erinnert. Die Schnecke! Ich habe die Schnecke vergessen! Und ihn zu hektischen Aktivitäten nötigt. Er rennt zu SpongeBobs Haus. Hey, ich muss ganz schnell was tun. Und füllt einen riesigen Haufen Schneckenfutter in Garys Napf. Okay, na los, hau rein, da steht's. Iss, du musst das jetzt alles essen. Aber Gary ist viel zu erschöpft, um zu essen. Ganz verschrumpelt sieht er aus. Und da naht auch schon SpongeBob. Gary, ich bin wieder da. Der überrascht ist, Thaddäus in seinem Wohnzimmer zu sehen. Hey, Thaddäus, was machst du denn hier? Aua, ich hab nur nach dem guten alten Gary gesehen. So, ich muss jetzt los. Thaddäus versucht, sich davon zu machen. Aber da fällt SpongeBobs Blick auf Gary, der nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Ah, Gary! Gary, was hast du denn? Was ist los? Thaddäus, mit Gary stimmt irgendwas nicht. Thaddäus! Sofort ruft SpongeBob den Tierarzt. Der stellt eine klare Diagnose. Ja, das hatte ich mir gedacht. Und was? Es handelt sich eindeutig um eine Schnecke.
Um Gottes Willen, Tadde, hast du das gehört? In solchen Fällen wird Schneckenplasma injiziert, und zwar sehr vorsichtig. Bitteschön. Und Sie machen das nicht? Nein, 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 nein. Ich bin zu zimperlich. Spricht's und geht. Auch Thaddäus sieht eine Chance, sich unauffällig zu verziehen. Warten Sie, ich trage Ihnen gern die Tasche. Moment, lauf nicht weg. Ich kann Gary das Plasma nicht geben. Ich bin auch zu zimperlich. Obwohl Thaddäus gar keine Lust dazu hat. Also beim besten Willen kann ich das leider auch nicht. Lassen ihn Garys bemitleidenswerter Zustand und sein schlechtes Gewissen. Keine Wahl. Aber die Injektion gestaltet sich schwierig. Aber du darfst ihm nicht wehtun. Okay, ganz ruhig. Hey, nicht so fest. Okay, okay, versuch's nochmal. Halt! Nein, nicht. Vorsicht! Jetzt halt doch mal still! Halt! SpongeBob hat so viel Angst um sein Haustier, dass er Thaddäus nicht in Ruhe die Spritze ansetzen lässt. Und so kommt es, wie es wohl kommen musste. Thaddäus, du hast mir gerade Schneckenplasma injiziert. Selbst schuld bei deinem Gefuchtel. Und was passiert jetzt mit mir? Ach, gar nichts. Das ist nur ein bisschen Schneckenplasma. Ich weiß nicht, ich fühle mich so schwummrig. Ach was, das bildest du dir nur ein. Währenddessen ist Gary zu seinem Wassernapf gekrochen. Ein paar Schlucke und... Er hat nur Wasser gebraucht? Das darf nicht wahr sein! Oh, Gary, dir geht's ja besser! SpongeBob freut sich. Aber eine Sache war da doch noch. Ach Gottchen, wie rührend. Ich gehe jetzt mal nach Hause und übergebe mich. Gute Nacht. Sekunde, warte, das Schneckenplasma. Du kannst es mir wirklich glauben. Dir wird absolut nichts passieren. Es ist alles in Ordnung. Na, wenn Thaddäus das sagt, denkt sich SpongeBob, wird's wohl stimmen. Obwohl Miau. Einiges dagegen spricht. Was habe ich gerade getan? Dreh ich jetzt durch? Denn SpongeBob mutiert mehr und mehr. Hey, Gary, du wirst immer schneller. Zur Schnecke. Er bekommt Stielaugen. Seine Arme ziehen sich in seinen Körper zurück. Erst der linke. Das macht gar nichts. Ich bin sowieso Rechtshänder. Und dann der rechte. Und nun kommen auch noch die Beine dran. Haha, jetzt spare ich mir die neuen Schuhe. Es ist nicht zu leugnen, das Schneckenplasma macht SpongeBob immer mehr zur Schnecke. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Au! Derweil geht Thaddäus gerade zu Bett, in der trügerischen Hoffnung, diese ganze Schneckengeschichte einigermaßen glimpflich überstanden zu haben. Ich hoffe nur, dass ich in meinem Leben nie wieder eine Schnecke zu Gesicht bekomme. Gute Nacht. Doch da klingelt es. Wütend stürmt Thaddäus zur Tür. Wer kann das nur sein? Als ob ich's nicht schon wissen würde. SpongeBob, ich hab's dir doch gesagt. Mach dir keine Sorgen. Aber was er da vor sich sieht, versetzt ihn in wilde Panik. Miau, miau. Entsetzt schlägt er die Tür wieder zu. Doch der SpongeBob-Schnecke kann er nicht entkommen. Egal, wie sehr er sich auch bemüht, sein Haus zu verrammeln. Durch irgendeine Ritze ist die SpongeBob-Schnecke in Thaddäus Haus eingedrungen. Und der flippt jetzt richtig aus. Panisch taumelt Thaddäus umher, bis er schließlich in die Kanüle mit dem Schneckenplasma fällt. Und so kann man an lauen Sommerabenden allerliebste Katzenmusik in Bikini Bottom hören. Dargebracht von Gary, SpongeBob und Thaddäus. Miau, 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 miau. Aber keine Angst, irgendwann lässt die Wirkung des Schneckenplasmas auch wieder nach. Und dann geht's weiter mit SpongeBob Schwammkopf. Alright, boils and ghouls, you ready? Yeah! Well, who lives near a graveyard under the sea? SpongeBob, Sturdy Pants! Absorbent and yellow and spooky is he? SpongeBob, Sturdy Pants! If nautical chills be something you wish? SpongeBob, Sturdy Pants! Then scream your gills off and flop like a fish!